Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time mit mir, dem Hardy. Jo. So, und wir haben in der letzten Folge Lord Yabuyabus Bauch durchquert, der dritte Dungeon, ja, als kleiner Junge. Und wir stehen hier direkt vor der Tür des Endgegners und ja, ich würde mal sagen, den bashen wir jetzt mal richtig hardcore. Mit einer der interessanteren Endgegner, muss ich ehrlich gestehen. Also, ich finde den ziemlich cool. Auch nicht ganz so mega simpel. Ja, das war's leider noch nicht, sondern das Viech, ja. Das ist das Viech, was wir plätten müssen. Sieht so ein bisschen aus wie ein Herz. Aber irgendwo sieht es auch echt eklig und pervers aus. Elektroterrestrisches Bio, hast du nicht gesehen? Scheiße, jetzt hab ich. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, das Viech. Okay. Die riesenvolle Marinade! Benutze erst deinen Bumerang, um die Riesenfalle zu betäuben. Und schlage dann mit dem Schwert zu. Ja, machen wir doch. Oh, erstmal direkt in den Strahl reinjumpen. Marinade, genau, richtig. Also, das ist, wir müssen jetzt hingehen. Und diese Tentakel. Oh shit, das war jetzt nicht im Plan. Diese Tentakel mit dem Bumerang abtrennen. So. Last one. So. Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Jetzt können wir hingehen. Und sie nicht schlagen, habe ich das Gefühl. Doch, warte mal. Ach ja, komm, leck mich doch an den Nüsschen, ey. Wir müssen erst diese. So. Oh, warte mal. Da geht noch was. Ja, Hammer, geil. Wir kriegen schon mal direkt derbe auf die Fresse. Was nicht ganz so prima ist. Aber nämlich auch. Ja, genau. Eine leere Vase ist klar. Ach, scheiße. Ah, scheiße. Mama. Oh. Na, also, da haben wir sie doch. Ach, jetzt müssen wir erst die Viecher platt machen, oder wie sieht das aus? Oh, fick doch die Hände. Jetzt, wir sind auch durch dieses Spasti-Teil nochmal an. So, bitte. Na komm! Na, also. Erst alle platt machen. So, jetzt können wir wieder draufhauen. Da kommen mehr Schätzelein. Oh! So, und nochmal gestunt. Ach ja, genau. Ja, komm nochmal. Ich stehe auf Elektroschocks, Junge. SM for the win. So, komm her. Memoshi. So. Liebe Freunde, das war's auch schon. Keine Schnitte, das Viech. Klatsch! Fand ich ein bisschen cooler als Dodongo. Dodongo war echt so ein Mongo endlich, der überhaupt nichts konnte. Und hier haben wir den nächsten Herzcontainer. Ja. Wohlverdient, wohlverdient. Und da hinten wartet auch schon die kleine freche Prinzessin auf uns. Na. Du bist spät dran. Warum hat es so lange gedauert? Du bist eine ziemlich lahme Ente. Na gut, ich habe mich ein bisschen einsam gefühlt. Das ist alles. Aber nur ein bisschen. Miau, ich muss frech sein. Ja, weißt du, ich mach das Viech hier platt. Ja, befreie Lord Yabuyabu, ja. Ja. Und jetzt meckert ihr auch noch so rum, ey. Kann wohl nicht wahr sein. Ja. Link steht nämlich eigentlich nicht auf Frauen. Oder zumindest nicht auf solche komischen Mischwesen. Hey. Hey, du.
Du bist cool. Ein bisschen mehr als alles andere. Als alles andere! Ein bisschen mehr als andere. Aber nur ein bisschen. Naja, egal. Du hast mich gerettet. Ich denke, ich kann dir eine Belohnung dafür geben. Was möchtest du? Sag's mir. Ich möchte den Heiligen Stein. Eigentlich nichts. Her mit dem Heiligen Stein. Du sprichst vom Heiligen Stein des Wassers, dem Zora-Saphir? Ich habe ihn von meiner Mama bekommen und darf ihn nur dem geben, der mich heiratet. Es ist so eine Art Verlobungsring der Zoras. Okay. Ich gebe dir meinen wertvollsten Schatz, den Zora-Saphir. Tja. Aber Link ist halt ein geiler Gigolo, ja, der fuckt die Weiber ab. Na. Jetzt haben wir erstmal den geilen Verlobungsring gekriegt. Und die Alte kann sich direkt verziehen. Den finde ich übrigens vom Aussehen her doch irgendwie am coolsten, also der kann schon echt was. Sieht schon fett aus. Und ja, Leute, jetzt haben wir alle drei. Endlich! Der Zora-Saphir. Von den Zoras wurde dir dieser heilige Stein des Wassers übergeben. Prinzessin Ruto hat dir ihren wertvollsten Schatz gegeben. Nun besitzt du die drei heiligen Steine. Jetzt schnell zu Prinzessin Zelda. Oh yeah! Sag's bloß nicht meinem Daddy. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So, wir kommen ja jetzt wieder hier raus. Gab's hier nicht auch nochmal irgendwo eine. Da oben haben wir das. Da hab ich sie doch schon gesehen. Da hab ich sie doch schon gesehen. Ach ne, das waren Schmetterlinge. Ich glaube, wenn hier Nacht ist, haben wir hier eine. Ich meine, mich daran erinnern zu können. Das checken wir jetzt auch mal sofort ab. Ach, deine Mutter, ey. Wieso? Achso. Ja, okay. Ich meine nämlich, dass hier eine ist. Ha! 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 Oh yeah! I told you so. So, her mit dem Biest. Komm, visier an. Her damit. Yeah, Mann. So. Jetzt heißt es schnurstracks. Zurück zur Zitadelle der Zeit, ja? Dann müssen wir die Steine einsetzen. Ja. So, den können wir jetzt in Ruhe lassen. Hammer geil, ey. Und jetzt geht das Spiel gleich erstmal richtig los, ey. Jetzt haben wir diesen Kindergeburtstag lassen wir jetzt mal hinter uns hier. Ich hoffe, mein wertvollster Schatz wird dir bei deiner Mission helfen. Das wäre super. Ja, ja, bla bla. Na, Alter, willst du mich verarschen? So, wir hätten jetzt eigentlich theoretisch noch da runterspringen können, weil ich will mal kurz noch mal in dem Zora-Shop vorbeigucken. Ach, ja. Mal wissen, ob der was Interessantes zu verkaufen hat. Na? Willkommen! Oh, da haben wir die Zora-Rüstung. Mit der kann ich unter Wasser atmen. Tja, leider habe ich nicht genug Rubin, um die zu kaufen, sonst würde ich das jetzt vermutlich schon mal machen. Pfeile, Fische, bla bla. Hat er jetzt zu sagen? Ich wollte eigentlich einen Fisch kaufen, aber er ist ein bisschen zu teuer. Da muss ich wohl einen der Fische fangen, die hier herumschwimmen. Ja, mach das doch. Na, na. Aber ich glaube, wir sollten vorher noch mal eben kurz nach Kakariko, um uns unsere erste neue Geldbörse abzuholen. Weil 99 Rubine sind ein bisschen wenig, muss ich sagen. Oh, toll, ich kann da zurückspringen, aber nicht da rein.
So, jetzt brauchen wir nicht nur dem Fluss zu folgen, um hier schnellstmöglich rauszukommen. Bei den Viechern hier stören wir uns gerade gar nicht mal. So. Ich bin nicht alles ganz fix. Hey! Also wie viel scheiß Rubine wir hier finden. Morna, wie weit willst du denn schon wieder? Ja, 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 ja. Ist ja gut. Kikeriki, Mama. Warte, wie viele, so viele Rubine, wie ich jetzt finde. Was finde ich doch, wenn ich mein Portemonnaie leer ist? Nee. Ja, komm, wir kommen an Kakariko vorbei, also gehen wir jetzt auch eben schnell dahin. Und werden mal kurz in das Haus der Skulltulas gehen. Wir wollen ja unsere Belohnung. Ja. Hä? Wieso zum Teufel ist denn das Zugtor hochgezogen? Ach so. Ah. Ah ja. Ja, genau. Ja, genau. Ah ja, ich erinnere mich. Mhm. Aber noch nicht jetzt. Darum kümmern wir uns sofort. So, komm, beeil dich, Mongo. So. Ach ja, wir könnten ja theoretisch eigentlich auch die Maske für diesen Typen noch holen. Aber... nee, da habe ich jetzt irgendwie nicht so viel Lust drauf, muss ich sagen. Ich will jetzt nicht so viel Gerenne hier haben. Mensch, Junge, wenn du mal schneller laufen könntest. So. So, guck mal da. Oder? Eigentlich nach 10 Stück. Ah, da steht schon der erste. Guck mal, da haben wir schon den ersten befreit. Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Juhu! Die große Börse. Jetzt kann ich 200 tragen, ne? Kannst du 200 Rubine tragen. Ja, Mann. Lächerlich 99 Stück da am Anfang. So. Und jetzt können wir auch wieder zurücklatschen nach Hyrule. Beziehungsweise nach Hyrule City. La la. Ich überlege gerade, ob wir uns schon vor dem ersten Tempel das Biggeron-Schwert holen können. Also vor dem ersten Tempel werden wir jetzt hier gleich, ne? Ich überlege gerade. Ich glaube, das müsste machbar sein, wenn ich mich nicht irre. Doch, das müsste machbar sein. Das könnten wir sogar machen. Aber es wäre schon mal ziemlich gut, wenn wir das schon mal hätten. Dann würde die ganze Sache nämlich etwas schneller gehen mit dem Ding. So. Zwischensequenz. Komm, fahr die Zug herunter. Oh ja, Leute, was war das bloß? Was war das bloß? Aha. Oh ja, wie im Traum.
Verdammt, sie ist fort. Du da, kleiner Wicht. Du musst das weiße Pferd gesehen haben. In welche Richtung sind sie entkommen? Antworte mir! Glaubst du im Ernst, dass du sie vor mir schützen kannst? Du Narr! Du hast Mut. Doch Mut kann manchmal tödlich sein. Armseliger Tropf. Weißt du, wem du gegenüberstehst? Ich bin Ganondorf, der König der Gerudos. Den entschlossenen Gesichtsausdruck auf seinem Gesicht. Wie er einfach keine Miene verzieht. So. So, jetzt werden wir schön hingehen. Und schnurstracks. Oder mit der Wimper zu zucken. Ich Vollidiot. Ah! Miau, Adi, du hast was vergessen. Du musst nochmal zurücklaufen. Ja. Ja, muss ich tatsächlich. Muss ich tatsächlich. Ach, wenn man seinen Kopf nicht beisammen hat hier, du. Wir haben nämlich was vergessen, und zwar hat uns die Prinzessin doch was in den Fluss geschmissen. Das müssen wir uns jetzt mal holen. Die Ocarina der Zeit. Die Ocarina ist ein Artefakt aus dem Besitz des Königs. Sie hat geheimnisvolle Kräfte. Richtig geiler Song. Link, kannst du mich hören? Ich bin es, Zelda. Link, nun, da du die Ocarina in Händen hältst, bin ich schon weit entfernt. Ich versuchte, auf dich zu warten, doch die Zeit drängte. Zumindest konnte ich dir die Ocarina übergeben. Und diese Melodie. Oh ja, das Lied werden wir noch sehr, sehr oft brauchen. Zu oft. Du hast die Hymne der Zeit erlernt. Oh yeah, Baby. Wohlan, Link. Spiel diese Melodie in der Zitadelle der Zeit, vor dem Zeitaltar. Na, das tun wir doch mal direkt. Na komm schon, komm schon, komm schon! Ah. So. Ja, und dafür
hat er jetzt natürlich Salias Flöte einfach mal weggeworfen, ja. Auf die wir eigentlich sehr gut aufpassen sollten, aber... Ja, so ist Link einfach, weißt du? Die gebraucht schmeißt er einfach weg. Das ist halt ein richtiger Gigolo. So, komm schon, ich kann es noch kaum erwarten, ey. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, endlich! Lauf. So. Oh ja, liebe Leute, jetzt werden wir den Gang gehen. Ich weiß es nicht anders auszudrücken, aber jetzt. So. Jetzt müssen wir das Lied spielen, ja? Wir haben mit der Zeit gespielt. Man kann quasi sagen, das, was wir bis jetzt gemacht haben, ist ungefähr so der Prolog, ja. Und das mag ich schon, ey. Da hat man jetzt schon, keine Ahnung, ordentlich Stunden dran gesessen. Ich meine, wir sind jetzt schon in der 11. Folge oder so. Es sind ja schon 5 Stunden oder so, ja, und es hat erst jetzt noch nicht mal richtig angefangen. Nee, gar nicht wahr, ich bin voll Idiot. Doch. Nee, gar nicht wahr, 2,5 Stunden. Nee. Miau! Oh yeah, da ist die Tür offen und es sind übrigens doch 5 Stunden. So. Nachdem wir jetzt die drei heiligen Steine eingesetzt haben, hat sich hier dieses geile Tor geöffnet. Und wir schreiten voran. Ja. Wir schreiten voran, wir müssen langsam voranschreiten. Oh, Leute. Ja, ich weiß. Weil dort wartet es auf uns. Link, ist das nicht? Oh ja, Leute, das ist es. Oh ja, da wartet es auf uns. Oh yeah. Diese legendäre Klinge. Das Masterschwert. Oh Gott. Oh, ja. Link läuft drauf zu. Und zieh's raus. Oh ja. Bam, Junge! Ausgezeichnet, Kleiner. Wie ich mir dachte, besitzt du den Schlüssel zum Zeitportal. Du hast mich zum Heiligen Reich geführt. Ich muss dir danken, Kleiner. Tja, wer zuletzt lacht, nicht wahr? Link! Wach auf! Du bist der Auserwählte! Ich bin Rauru, einer der Weisen. Ich habe die Zitadelle der Zeit erbaut, um den Zugang zum Heiligen Reich zu schützen. Dies ist die Halle der Weisen im Tempel des Lichts. Der Tempel des Lichts befindet sich im Zentrum des Heiligen Reiches. Er ist die letzte Festung gegen die Macht Ganondorfs. Das Masterschwert
das alles Böse vernichtet und das du aus dem Zeitenfels zogst, öffnete das Tor zum Heiligen Reich. Link, erschrick nicht. Schau dich an. Oh, damn, yeah. Das Masterschwert hat eine heilige Klinge, die nie in die Hände des Bösen fallen darf. Nur jener, der zu Recht den Namen Herr der Zeiten trägt, ist in der Lage, es aus dem Zeitenfels zu ziehen. Doch du warst noch zu jung für diese Aufgabe. Daher haben wir deine Seele für 7 Jahre hier gebannt. Nun ist es Zeit, dass du wieder in die Welt zurückkehrst und deine Mission vollendest. Nun, hast du verstanden, was deine Bestimmung ist? Oh ja. Doch vergiss niemals. Obwohl du nur mit edelstem Ansinnen das Zeitportal geöffnet hast, hat der niederträchtige Ganondorf dadurch das Heilige Reich betreten können. Er riss das Triforce-Fragment im Tempel des Lichts an sich, durch dessen Kraft wurde er zum Großmeister des Bösen. Seine schwarze Macht überzog ganz Hyrule, entweihte die Tempel und verwandelte das einst blühende Land in ein Refugium des Unheils. Meine Kraft ist nur noch verschwindend gering, selbst in diesem heiligen Reich. Sie kann lediglich diese Halle der Weisen noch schützen. Doch noch ist Hoffnung. Die Kraft der Weisen blieb erhalten. Wenn die Kraft jedes der 7 Weisen wieder geweckt wird, kann mit den Amuletten die Macht des Bösen ins Höllenreich verbannt werden. Ich, Rauru, bin einer dieser Weisen. Der Auserwählte, die Kraft der Weisen zu wecken, bist du, der Herr der Zeiten. Du bist als Träger des Masterschwerts dazu auserwählt. Ich übertrage dir meine Macht. Geh nun, erwecke die Kraft der anderen Weisen und vereine deren Macht mit deiner Stärke. Da hast du aber schon mal das erste Amulett gekriegt, ohne was dafür zu tun. Oh yeah, Baby. Das Amulett des Lichts. Rauru der Weise gibt dir seine Kraft. Fände die anderen Weisen und rette Hyrule. We're back in time. Link, wir sind zurück in der Zelle der Zeit. Aber sind wirklich 7 Jahre vergangen? Es sieht so aus, als könntest du einige Waffen, die du damals gefunden hast, nicht mehr benutzen. Los, lass uns gehen! Erstmal die Waffe ziehen. Ich habe auf dich gewartet, junger Held. Beherrscht das Böse die Welt, weilen jene Weisen, die von der Stimme des Heiligen Reiches erweckt werden, noch in den 5 Tempeln. Einer in dunklen Wäldern, einer auf hohen Bergen, einer in tiefen Seen, einer an der Stätte des Todes. Einer innerhalb der Göttin des Sandes. Zusammen mit dem Auserwählten werden diese ihre Kräfte einsetzen, um der Welt den Frieden wiederzugeben. Dies ist die Legende der Tempel,
wie sie von meinem Volk, den Sheikah, überliefert wurde. Ich bin Sheik. Ich gehöre den letzten Überlebenden der Sheikah an. Wahrlich, du siehst aus wie der, der uns prophezeit wurde. Tapfer hältst du das Masterschwert in der Hand. Willst du die Prophezeiung erfüllen, so suche nach den 5 Tempeln und befreie die dort eingesperrten 5 Weisen. Einer von ihnen wartet im Waldtempel darauf, sich deiner zu offenbaren. Es ist ein Mädchen, an das du dich sicher erinnern wirst. Aufgrund der bösen Aura, die den Tempel umgibt, kann sie den Ruf des Heiligen Reiches nicht hören. Mit deiner jetzigen Ausrüstung kannst du den Tempel nicht betreten. So höre meine Worte und begib dich nach Kakariko, um dort das zu suchen, das dein Schlüssel zum Tempel sein soll. Hast du mich verstanden, Link? Oh ja, das haben wir. Um das Mädchen aus dem Wald zu retten, brauchst du einen weiteren Ausrüstungsgegenstand. Geh zurück nach Kakariko. Na denn? Yeah, Mann! Jetzt nicht mehr dieses Ha! Hi! Hu! Ich schlag mit meinem Dolch zu! Hey, das war sogar ein Reim, ja? Ah. Ja, und dieses Teil reicht jetzt auch mal, bam, Junge, viel weiter. Und ich sehe, wir sind schon am Ende dieser heutigen Folge. Ja. Naja gut, wir haben jetzt etwas mehr Story gemacht, aber nächste Folge geht's dann wahrscheinlich schon wieder mit dem nächsten Tempel weiter. Ich hoffe es zumindest, dass wir so schnell sind. Und ansonsten hoffe ich, ihr hattet wieder so viel Spaß wie immer. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Zelda? Hadi?